Excellenz Weihbischof Dr. Franz Schall, Exzellenzen, Mitglieder des Diplomatischen Korps der Botschaft von Burkina Faso in Österreich, liebe Mitbrüder im Ordensleben und im Priesteramt, sehr geehrte Gäste, liebe Brüder und Schwestern in Christus, der Mächtige hat Wunder an uns getan und sein Name ist heilig. Diese vom Magnificat Mariens inspirierten Worte drücken wahrhaftig das Gefühl aus, das uns in diesem Moment verbindet. Heute werden wir in der Basilika Maria Troi vom Herrn ein kostbares Geschenk seines Wohlwollens für sein Volk empfangen. Ja, durch die Handauflegung des Bischofs und das Weihgebet wird unser Bruder Paul Nikiema zum Priester Jesus Christi für die Ewigkeit geweiht. Als Priester wird ihm die Sendung übertragen, das Volk Gottes gemäß der Lehre der Heiligen Kirche zu unterrichten, zu leiten und zu heiligen. Im ausdrücklichen Auftrag von Papst Franziskus wird Paul ein Priester im Geiste der Synodalität sein und gemeinsam mit der Gemeinde in der Nachfolge Christi wandeln. Als Piaristenpater muss er jeden Tag dem Beispiel Jesu folgen, der Kinder empfängt und segnet. Zu diesem Zweck wird er sein Leben für das Charisma und den Dienst des Ordens des frommen Schule gestalten und in die Fußstapfen unseres Gründers, Heiliger Josef Calasanz, treten. Wir alle, die wir von nah und fern gekommen sind, um Paul zu begleiten, werden heute Zeugen und Teilhabende an einer besonderen Gnade sein. Die Priesterweihe ist immer eine Gnadenquelle für die ganze Kirche und für die Welt in allgemein. Denn in der Tat, niemand ist Priester für sich selbst. Paul wird heute zum Priester für uns, die wir hier sind, geweiht und auch für alle, die der Herr ihn auf seinem Weg begegnen lässt. Compte tenu de la distance, beaucoup de personnes qui auraient aimé être présentes à cette célébration nous suivent en ligne sur Internet. Nous les saluons chaleureusement. Nous exprimons de manière particulière notre gratitude à la maman de Paul, à toute sa famille et à tous ceux qui ont contribué à son éducation. Nous savons que du ciel, son papa participe lui aussi à cette joie qui nous anime. Mögen wir diese Eucharistie in Besinnlichkeit und großer Freude feiern. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herzlich willkommen, die ganze Familie Gottes hier in Maria Troi, aber auch per Internet, der Verseur von Burkina Faso. Et frères et sœurs du Paul, Nin Vongo, Eucharisti, Sacrement, Mess, Mangaukum. Wir wollen jetzt voranschreiten im Licht des Herrn, in der Spur Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bitte den Kandidaten für die Priesterweihe, Paul Nikiema, vor dem Bischof zu treten. Hier bin ich. Paul Nikiema wurde am 10. Juni 1987 in Daloa, Côte d'Ivoire geboren.
2012 begann er das Noviziat im Piaristenorden im Senegal, legte dort 2020 seine feierliche Profess ab und wurde 2021 zum Diakon geweiht. Seit dem März 2021 ist er bei uns hier in Maria Treu tätig. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diesen unseren Bruder zum Priester zu weihen. Weißt du, ob er würdig ist? Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass er für würdig gehalten wird. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diesen unseren Bruder zum Priester. Dank sei Gott. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, lauda. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du selbst leitest dein Volk durch den Dienst der Priester. Gib dem Diakon, den du heute zum Priester der Kirche bestellst, die Gnade, deinem Willen treu und gehorsam zu bleiben. Lass ihn durch sein Leben wie durch sein Amt dich verherrlichen in deinem Sohn Jesus Christus,
Denn Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird, der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Antlitz mit Jubel. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Denn der Herr ist gütig, ewig währt seine Huld. Von Geschlecht zu Geschlecht seine Treue. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.
das Wort mit aufrichtigem Herzen suchen und Frucht bringen in Geduld. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir. In jener Zeit, als sich aber eine große Volksmenge versammelte und Menschen aus allen Städten zu ihm kamen, sprach er in einem Gleichnis. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Ein anderer Teil fiel auf Felsen, und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen, und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Und ein anderer Teil fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis bedeute. Da sagte er: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Zu den anderen aber wird in Gleichnissen geredet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Das bedeutet das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Auf dem Weg ist der Same bei denen gefallen, die das Wort hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort hören, dann aber hingehen und in Sorgen, Reichtum und Genüssen des Lebens ersticken und keine Frucht bringen. Auf guten Boden ist der Same bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und Frucht bringen in Geduld. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Durch dein heiliges Evangelium nimm hinweg unsere Schuld.
Gelobt sei Gott, der Vater, im unzugänglichen Licht, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, in der Kraft des uns allen in der Taufe und Firmung geschenkten Heiligen Geistes. Chers frères sœurs, en Christ, ici, en Vienne, dans tous les pays du monde et aussi dans Burkina Faso. Sa bisi, la ma bisi, a sesi Christa, pongen. Schwestern und Brüder, wir haben, lieber Paul, liebe Brüder im priesterlichen Dienst, liebe Diakone, ja, Exzellenzen, liebe Brüder und Schwestern, wir haben Gottes Wort gehört und wir haben in einer ganz einfachen Weise gehört, wie es sich mit dem Wort auch verhält. Das Wort ist wie ein Same, der ausgestreut wird. Und es gibt verschiedene Böden, verschiedene Herzen. Ja, hier, wenn man direkt hinausschaut, die Tür so offen ist, da gibt es die Straße. Wenn dort die Körner hinfallen, na, da werden sie weggefahren oder die Tauben oder Vögel kommen und fressen es. Das ist eine ähnliche Situation. Ein bisschen näher dran ist gepflastert, ich habe gesehen, manches ist gut zubetoniert, manches andere lässt ein bisschen grün wachsen, aber auch nicht so richtig arid. Beim Denkmal ist grün, da kann etwas wachsen. Ja, genau, man sieht es hier direkt, etwas kann wachsen. Ein Herz, das gute Frucht hervorbringt. Was sagt Jesus zu so einem Herzen? Was sagt er dazu? Wie schaut das aus? Was zeichnet so ein Herz aus? Drei Dinge werden genannt, die wichtig sind. Mit aufrichtigem Herzen hören, Nummer eins. Nummer zwei, festhalten, das Wort festhalten. Erinnern, nicht vergessen. Ganz ein wichtiger Punkt. Und das dritte, durch Ausdauer Frucht bringen. Ja, höre mit aufrichtigem Herzen, hören, Interesse haben, überrascht sein vom Wort Gottes oder einfach erkennen, es gibt viele Worte, News, Internet, Zeitung, Fernsehen, ja, aber welche Worte sind mit dem Worte Jesu zu vergleichen? Wenn Petrus einmal sagt, ja, deine Worte sind, ja, Jesus selber sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und Petrus sagte, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sind für uns Worte aus dem Evangelium solche bedeutenden Dinge, die alles andere überragen? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Ist das etwas für mich? Entscheide ich meine Prioritätenliste auch danach, dass sein Wort eben dieses ewige, gewaltige Gewicht hat? Oder eben kommen andere Sorgen dazu, wie wir es ja gehört haben, bei den Dornen. Ja, die Sorgen einerseits, die Begierden und die Schönheiten andererseits und der Reichtum. Alles das, was einfach ablenkt. Unser Herz möge ein Herz sein, wo etwas wachsen kann. Hören und sagen, okay, es ist Wort Gottes, nicht irgendein Wort. Entscheidend. Hier setze ich auf das richtige Pferd. Paul, das gilt für dich natürlich heute in besonderer Weise, wo du dich bereit erklärt hast und auch andere den Weg des Priestertums zu beschreiten. Festhalten. Das Wort Gottes festhalten. Als Diakon und Priester ist man ja verpflichtet, auch als Bischof, selbstverständlich, ja, das Wort Gottes immer wieder anzuschauen, zu beten, die Psalmen zu beten, die Messe zu feiern. Das Wort Gottes sollte eigentlich in Erinnerung bleiben, aber nicht nur in der Messfeier, sondern eben auch dann, wenn wir hinausgehen. Nicht, dass wir hier den Heiligen spielen und draußen machen wir auf wild. Das passt nicht wirklich zusammen. Ist zwar manchmal leichter, aber die Leute schauen sehr genau auf uns, Schwestern und Brüder. Wenn wir so ein Haus Gottes immer wieder mal besuchen, wissen sie das und sie prüfen uns auch und schauen. Also das Wort Gottes festhalten. Paul hat auch sein Wort, das er festhält. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich habe ihn gefragt, welches Wort ist so ein Wort, an dem er festhält? Ja, das ist das Wort, das du für dich genommen hast auf dem Weg.
und du wirst es ja auch immer wieder sprechen in der Eucharistiefeier, in der Danksagungfeier, wo wir Gott, dem Vater, danken durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Also das Wort Gottes festhalten, nicht einfach beiseite schieben. Ja, und das Dritte, und das ist mindestens so wichtig, durch Ausdauer Frucht bringen. Ausdauer. Manchmal versteht man das Wort Gottes, manchmal geht es einem gut, manchmal geht es einem nicht so gut. Ja, es gibt verschiedene Wetterlagen, schönes Wetter gibt es, es gibt ruhiges Wetter, wie wir es zurzeit haben, es gibt stürmisches Wetter, Orkane. Ja, das Leben hält viele Überraschungen bereit. Sind wir da bereit, dieses Wort Gottes in den Prüfungen des Lebens, auch festzuhalten und weiterzugehen? Dann kann dieses Wort wirklich Frucht bringen in unserem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Über die Jahre und Jahrzehnte, lieber Diakon Paul, die dir ja aller Voraussicht nach noch bevorstehen, dieses Wort beständig zu bewegen, umzusetzen, Leute einzuladen dazu, mit auf diesen Weg zu gehen. Ja, das Wort Gottes ist wie ein Same. Möge er Frucht in deinem Leben, durch dich auch im Leben vieler anderer. Lieber Bruder Paul, du hast auch noch etliche Bereitschaftserklärungen, die du jetzt gleichsam ablegen wirst. Viele Bereitschaftserklärungen und ein einziges wirkliches Versprechen. Es ist das Versprechen, das du schon gegeben hast bei der Diakonenweihe heuer. Es ist kein anderes Versprechen, also es ist eine Fortsetzung, eine Vertiefung dessen, was du als Diakon da auch versprochen hast. Das ist auch bei den Bereitschaftserklärungen. Ein lebenslanger Dienst ist dir aufgetragen, das passt zu diesem dauerhaft Frucht bringen. Ja? Das braucht Zeit und lässt heranreifen. Das ist ja etwas, was wächst. Ein lebenslanger Dienst vor dem Herrn als, und diesmal ausdrücklich als zuverlässiger Mitarbeiter des Bischofs. Warum ist das so genannt? Weil, so heißt es in der Bereitschaftserklärung, in deinem Horizont jetzt auch sowas wie Leitung kommt, unter der Führung des Heiligen Geistes, in Kooperation mit dem Bischof und natürlich den Ordensoberen in deinem ganz speziellen Fall. Also ein lebenslanger Dienst, auch in Richtung gut leiten zu können. Dann, das Wort Gottes, ist schon darüber gesprochen worden, ist dir anvertraut als Diakon schon zum Verkünden. Auch als Priester ist das so, das ist nicht anders geworden, sondern ja, der Horizont hat sich etwas geändert. Gewissenhaft diese Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums, der frohen Botschaft, ja, weiterzubringen und den Glauben zu gleichsam bekannt zu machen. Und das beste Beispiel eines Lehrers, ihr seid ein Orden, wo Lehren eine wichtige Aufgabe hat, der Zeuge ist der überzeugendste Lehrer. Dann kommen die Lehren. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, das Zeugnis zuerst und dann darauf gesetzt, die Lehre, die passende dazu. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, ja, was ist die frohe Botschaft? Ich übersetze für mich und vielleicht gilt das auch für euch, ja, den Menschen zu helfen, dass man aufeinander, miteinander spricht, aufeinander hört und voneinander lernt. Das ist ein Weg ohne die zeitliche Begrenzung. Ja, das kann man immer. Man kann von jedem Menschen etwas auch lernen. Und das Zweite, was dazugehört, Evangelium, die Botschaft Jesu Christi weitertragen, nämlich, dass wir durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes Kinder Gottes werden können, und zwar vollmächtige Kinder. Ja, das darf sich auch bemerkbar machen, vollmächtige Kinder Gottes. Ja, ein Privileg, das man verstehen muss und das auch eine Herausforderung bietet. Aber ich denke, auf diese Weise sollten wir Christen doch ein bisschen mehr auf diesen Jesus stolz sein, sage ich immer. Ja, irgendwie sollen wir auf diesen Jesus stolz sein, was er für uns geöffnet hat, welche Möglichkeiten er uns bereitet. Also, Verkündigung der frohen Botschaft, das für die Menschen eine frohe Botschaft ist, nicht eine Botschaft, die sie zerquetscht. Ja, die Bereitschaftserklärung, die Mysterien Christi zu feiern, auch da wirst du dich bereit erklären und da werden zwei ausdrücklich genannt, verständlich, weil es besonders den Dienst des Priesters betreffen, das ist die Feier der Eucharistie, die du leiten sollst auch und auch dann
befähigt bist dazu. Und das Sakrament der Beichte der Versöhnung wird ausdrücklich genannt, gemäß kirchlicher Überlieferung, zu feiern, Gott zu loben und eben den Menschen, dass es ihnen eine Hilfe sein möge. Nicht ausdrücklich genannt wird hier die Krankensalbung. Ja, und die Taufe wird auch nicht genannt, weil, wenn wir es wissen, der Notfall jeder Mensch mit Wasser und im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes Menschen taufen kann. Also das ist so wichtig, dass allen der Zugang geöffnet sein soll. Ja, dann im Gebet, als Diakon hat es geheißen, mit dem Volk und für das Volk zu beten. Jetzt heißt es, als Priester wird das wiederholt und noch einmal im Gebet Gottes Erbarmen für die anvertraute Gemeinde zu erflehen, so heißt das jetzt. Also der Horizont Gemeinde leiten, Gemeinschaft etwas leiten dabei, Eucharistie feiern, das nimmt hier Bezug. Das Gebet hat diese Aufgabe, auch immer wieder ihrer zu gedenken. Ja, eine wörtliche Wiederholung, lieber Bruder Paul, gibt es bei der Frage nach den Armen und Kranken. Bist du bereit, Armen und Kranken beizustehen, den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Das ist eine wörtliche Wiederholung deiner Bereitschaftserklärung als Diakon. Also, und das ist offensichtlich auch äußerst wichtig und wird nie inaktuell. Ja, auch bei uns in Europa ist das wichtig und ich denke, es wird auch gerade wichtig in der Sorge für die, die euch hier anvertraut sind und auch uns allen. Ja, dann letzter Blick noch auf Blick auf Jesus Christus, eine Reformulierung jetzt, als Diakon heißt, an Christi Beispiel und Bild dich orientieren, als Priester heißt es jetzt, neuer Akzent, Christus, den hohen Priester, auf ihn zu schauen und zu sagen, diese Bereitschaft zur Hingabe auch zu erlernen, der sich unseretwillen dem Vater dargebracht hat. Bist du bereit, Christus, dich Christus dem Herrn von Tag zu Tag enger zu verbünden und so zum Heil der Menschen für Gott zu lieben? Also das sind gleichsam die neuen Bereitschaftserklärungen, neu und alt und reformuliert, so wie es eben bei diesem Sakrament, das ja aufbauend ist, zur Fülle, also passt. Und es ist wichtig, wenn man sagt, was ist Identität des Priesters? Das ist Bereitschaftserklärungen, sprechen über meine, über deine Identität als Priester, das gilt auch für mich. So, und dann, nach all diesen Bereitschaftserklärungen, wo du sagst, ich bin bereit, gibt es eine letzte Bereitschaftserklärung, und da wird direkt Bezug genommen auf Gott. Mit Gottes Hilfe bin ich bereit, sagst du am Schluss. Mit Gottes Hilfe. Es geht also nicht etwas, das wir nur aus eigenem tun oder wozu wir fähig sind, sondern mit Gottes Hilfe. Ich hoffe, dass das auch im Alltag Platz hat. Ja, das ist wichtig, mit Gottes Hilfe unterwegs sein. Das kann im Büro sein, in der Schule, ja, überall in der Sakristei. Ja, hier im Gottesdienst ist es sowieso. Ja, und dann das Letzte. Das Versprechen, das du abgeben wirst, lieber Paul, ist genau das gleiche Versprechen, das du als Diakon abgegeben hast. Versprichst du dem Bischof, in dessen Bistum du tätig bist, jetzt bist du hier, damals warst du nicht hier in Österreich, und deinen oberen Ehrfurcht und Gehorsam. Ja, dann sagt der Bischof zum Schluss, er nimmt auch Bezug direkt auf Gott, Gott selbst, vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Also, Gott wird hier angerufen als Anfang, Alpha und Omega. Er ist das gute Werk. Ein gutes Werk, hat in dir begonnen, in dir, auch in dir, sind ja andere Brüder und Schwestern auch hier, wo man das auch so sagen kann. Bitte, so bewährte Männer, und hier in dieser Kirche darf man sagen, der Pater Hartmut Thaler war auch ein Zeuge für viele Menschen über viele Jahrzehnte, ein attraktives Zeugnis. Ich habe ihn ja nicht so oft erlebt, aber ein bisschen schon und habe das auch gehört. Ihr könnt es sicher bezeugen und es sind ja auch andere Brüder da. Da war der Pius und Jean de Dieu und wie, ja, der Herr Diakon. Gott selbst vollendet das Werk, das er in dir begonnen hat. Dazwischen hinein gehören deine Bereitschaftserklärungen. Ja, bereit zu sein, mit Gottes Hilfe bereit zu sein, zu tun, was richtig ist, was passt, und so, ja, so Freude zu bereiten, vielen Menschen und zum Lobe Gottes beizutragen, dass Menschen sagen, okay, da möchte ich gern dabei sein, bei dieser Gemeinschaft der Christen.
Hier gibt es eine Pfarrsynode. Also Synodalität vom Papst, Pfarrsynode hier, also gemeinsam auf dem Weg sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal muss man ein bisschen vorangehen, manchmal ja, hinten nach, weil es nicht verstanden wird, und mittendrin, damit die Leute wissen, man ist da, ihr seid da, ihr begleitet sie. Ja, wir alle als Menschen brauchen gute Begleitung und mögen wir auch selber gute Begleiter sein, die selbstlos helfen. Ja, und da gibt es das Letzte, was da gesagt wird. Ja, wie lange der Dienst dauert, das ist ja auch angesagt. In der ersten Lesung ist es so ganz klar. Erfülle deinen Auftrag, lieber Paul, aber das gilt für uns alle, rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn. Also die Bereitschaftserklärungen passen dazu exzellent. Wann er kommt, wir wissen es nicht ganz genau. Keiner weiß es von uns, ja. Aber das heißt, immer wachsam und bereit sein, in der Spur Jesu zu dienen, da zu sein. Möge es dir geschenkt sein, uns geschenkt sein. Und treten wir auch im Gebet füreinander ein, damit dein Weg gelingt und auch unser aller Weg in der Spur von Jesus. Und in der Kraft des Heiligen Geistes, die uns allen geschenkt ist. Denn der Vater, Gott der Vater liebt es, dass wir ein Volk von Königen und Priestern sind, bereit zum Dienst. Amen. Thank you.
Lieber Bruder, bevor du die Priesterweihe empfängst, sollst du vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass du diesen Dienst auf dich nehmen und dein Leben lang erfüllen willst, so frage ich dich. Bist du bereit, das Priesteramt als zuverlässiger Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Bist du bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Ich bin bereit. Bist du bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung, zum Lobe Gottes und zum Heil des Volkes, seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Ich bin bereit. Bist du bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die dir anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Bist du bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Bist du bereit, dich Christus dem Herrn von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Versprichst du dem Bischof, in dessen Bistum du tätig bist, und deinem Oberen Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Ich verspreche es. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinem Diener, den er zum Priester erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Beuget die Knie. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancti Angelii Dei, ora te pro nobis. Sancte Johannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Josef, ora pro nobis. Sancti Petri et Paule, ora te pro nobis. Sancte Johannes, ora pro nobis. Sancte Matthäe Evangelista, ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis.
Sancte Stephanie et Laurenti, ora te pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancte Bernarde, ora pro nobis. Sancti Francisce et Dominice, ora te pro nobis. Sancte Ignati di Loyola, ora pro nobis. Sancte Hieronymi Emiliani, ora pro nobis. Sancte Antoni Maria Zaccaria, ora pro nobis. Sancte Josef de Calasanz, ora pro nobis. Sancte Vincenti di Paul, ora pro nobis. Sancte Johannes Baptista de la Salle, ora pro nobis. Sancte Pompili Maria, ora pro nobis. Sancte Faustino Miges, ora pro nobis. Beata Celestina Donati, ora pro nobis. Beate Pietro Cassani, ora pro nobis. Beate Antonia Maria Schwarz, ora pro nobis. Sancte Leonardo Murialdo, ora pro nobis. Sancte Katharina Senensis, ora pro nobis. Sancta Theresia di Avila, ora pro nobis. Sancte Dionyse de Pamplona, ora pro nobis. Omnis Sancti et Sancte Dei, ora te pro nobis. Propitius esto, libera nos Domine, ab omni malo, libera nos Domine, ab omni peccato, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine. Per incarnationem tuam, libera nos Domine. Per mortem et resurrectionem tuam, libera nos Domine. Per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine. Peccatores, te rogamus audinos. Ut ecclesiae vitam famulorum tuorum oblatione et apostolato uperiorem prestare digneris, te rogamus audinos. Ut in famulo tuo, Papa nostro Francisco, ceterisque episcopis, Sancti Spiritus dona,
in die saldo gere digneris, te rogamus audimus. Ut religiosorum vitam et operam, ad humane societatis profectum, ordinare digneris, te rogamus audimus. Ut universos homines, ad vitae Christiani plenitudinem ducere digneris, te rogamus audimus. Ut omnes, qui evangelica profitentur, consilia operi redemptiones plenius, sociare digneris, te rogamus audinos. Bleibe in unseren Familien gegenwärtig und wirke durch deine Liebe und deinen Geist unter uns. Te rogamus audinos. Bless the mission of the Order of the Pious Schools to serve the heritage of Joseph Calasanz, educating children and youth, teaching literacy, science, and belief. D'être rempli de l'esprit d'intelligence et de piété. Te rogamus audimus. Mesdames, de Basongo, quand il Burkina Faso la fila wuntava, kititi nimbui da vim yisoma, Burkindlim la fila wunta pour un darfan. Et Basongo, kiti ti ton tenga tor damba fa saklapton manob tuma ne zemes go la boni mbida fnere ne nu panga rigi yelbera ne tin kumanza gui ton tenga nere ti rogamus audimus ut uic famulo tuo preserverantia virtutem donare digneris, te rogamus audimus. Ut hunc famulum tuum electum, fratrem nostrum, benedicere digneris, te rogamus audimus. Ut hunc famulum tuum electum, benedicere et sanctificare digneris, te rogamus audimus. Ut hunc famulum tuum electum, benedicere et sanctificare et consecrare digneris, te rogamus audimus. Jesu, Fili Dei vivi, te rogamus audimus. Christe audimus, Christe ex audimus. Erhöre uns, Herr, unser Gott. Erfülle diesen deinen Diener mit dem Heiligen Geist. Gib ihm deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre ihm stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gebet euch.
Wir preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, so dass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen, in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesem deinem Diener die Würde des Priestertums, erneuere in ihm den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das aus deiner Hand durch Gott empfängt, die Teilhabe am Priesterdienst, sei sein Anteil für immer. So sei sein Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen sei ein zuverlässiger Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch seine Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns sei er ein treuer Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar. So werden die Sünder versöhnt. So werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint, erflehe dieser Priester, Herr, dein Erbarmen für die anvertraute Gemeinde und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint. Sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Und jetzt empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Gabenbereitung.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Priester berufen, dem Altar zu dienen und für dein Volk Sorge zu tragen. Das heilige Opfer wirk ihnen deine Hilfe, damit ihr Dienst dir wohlgefällt und bleibende Frucht bringt für die Kirche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, mächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Deinen eingeborenen Sohn hast du gesandt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass sein einzigartiges Priestertum fortlebe in deiner Kirche. Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm wählt er in Liebe zu den seinen Menschen aus, die durch Auflegung der Hände teilhaben an seinem heiligen Dienste. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das österliche Gastmahl. Deinem Volk sollen sie dienen in Werken der Liebe, es nähren durch das Wort und ihm Kraft geben durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und dir und ihren Glauben und ihre Liebe in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaum, Deus Sanctus Terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Heiligen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf ihm zu einer Gabe, die dir wohlgefallen, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihren Bräutigam, dein seligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyren, mit dem heiligen Josef Kalatsons und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Dienern, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Christoph und die Gemeinschaft der Bischöfe, deinen Dienern Paul, der heute zum Priester der Kirche geweiht wurde, alle Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat seinen Aposteln seinen göttlichen Frieden hinterlassen. Dasselbe Jesus hinterlässt uns denselben Frieden. Bitten wir ihn deshalb in dieser ganz besonderen Stunde hier und jetzt in dieser im Hause Gottes. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Agnus Dei, wie toll ist der Tag da und hier, miserere Nobis. Agnus Dei, wie toll ist der Tag da und hier, miserere seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die Gottes Wort hören, es aufrichtig aufnehmen und in Geduld Frucht. Das ewige Leben. Amen.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, die heilige Gabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke deinen Priestern und allen Gläubigen dein göttliches Leben, damit sie mit dir verbunden bleiben und treu sind in deinem Dienst. Darum bitten wir durch Christus, unser Herr. Amen. Ein Brief vom Pater General des Piaristenordens. Lieber Paul, wo ist der? Ich schreibe dir aus Rom, aus dem Haus, in dem unser heiliger Vater Josef Calasanz den Orden begründete und in dem Gott in aller Fülle seine religiöse und priesterliche piaristische Berufung ausformte, die auch die deine ist, deine Berufung. Ich möchte in diesem so wichtigen Moment in deinem Leben gegenwärtig sein, wenn du zum Priester geweiht wirst. Ich wäre gerne in Wien gewesen, aber das war nicht möglich. Es wird dir niemals aber an meiner Nähe
noch an meinen Gebeten für dich mangeln. Als erstes, Pater Paul, gilt es, dich zu beglückwünschen und dir zu danken. Ich beglückwünsche dich aus ganzem Herzen zu deinem Priestertum, das du als Priorist empfängst und annimmst. Ich teile aus meinem tiefsten Inneren deine Freude und die der deinen. Und ich danke dir auch. Danke dafür, dass du dein Leben hingibst, dein ganzes Leben, für den Traum von Calasanz. Du weißt, dass ich diesen Dank nicht nur in meinem persönlichen Namen und in dem des Ordens ausspreche, sondern auch im Namen der Kinder und Jugendlichen, die Gott dir auf deinem Weg schickt. Daher danke ich Gott für dich und ich bitte ihn, dass er dir helfe, das Amt, das du heute empfängst, bis zum Ende auszuüben. Zweitens, wie du weißt, legt die Kirche mit der Weihe ihre kostbarsten Schätze, die ihr durch unseren Herrn Jesus Christus anvertraut wurden, in deine Hände. Die Eucharistie, die rettende Gegenwart Christi inmitten der Gemeinschaft, die liebevolle Vergebung des Vaters, das Wort des Lebens, das verkündet werden muss, die Gemeinschaft derer, die ihm nachfolgen, der du zu dienen hast, die Mission, die du voranbringen sollst, und die Armen, denen du dich hingeben sollst. Von heute an bist du als Priester Zeuge der Liebe Jesu Christi zu allen Menschen. Drittens, zu all diesen Schätzen bietet dir der Orden noch seine eigenen. Das Charisma von Calasanz, das Fleisch und Blut werden muss, die Hingabe an Kinder und Jugendliche, die mit großer Leidenschaft gelebt werden muss, die Herausforderung für andere, der Priester, Religiöse und Großzügige und integre Pädagoge nach dem Vorbild von Calasanz zu sein. Alle diese Schätze erhältst du als Piarist. In Calasanz hast du das Ideal eines Piaristenpriesters, immer im Dienste am Nächsten, voll Hingabe bis an sein Ende, für den der Herr stets im Zentrum steht, voll Hingabe an die Kinder und Jugendlichen, brennend vor Leidenschaft für den Orden der frommen Schulen, ergebener Sohn der allerheiligsten Jungfrau Maria, voll Liebe für die Armen. Möge unser Vater Calasanz Vorbild für dein Leben sein und möge er bei unserem himmlischen Vater stets dein Fürsprecher sein. Viertens, ich möchte dir auch mit auf den Weg geben, wovon du schon weißt, dass ich es dir sagen werde. Vor einiger Zeit wurdest du zum Diakon geweiht. Die Weihe zum Priester löst diese nicht aus, Bruder. Ich kenne Priester, die vergessen, dass sie Diener sind. Vergisst du es nicht. Erneuere heute in der Tiefe deiner Seele dein immerwährendes Streben nach Armut, Bescheidenheit, Dienst am Nächsten, Demut, Fleiß,
wie unser Vater Kalasans es uns vorgelebt hat. Du wirst immer Diakon, Diener sein, mein Bruder. Fünftens, ich wünsche dir Erfüllung. Dafür bete ich für dich. Wir Piaristen sagen, dass die frommen Schulen ein Werk Gottes und des glücklichen Wagnisses und der hartnäckigen Geduld des heiligen Josef Kalasan sind. Das ist immer noch die Realität, Paul, in jedem Piaristen und auch in dir. Sechstens, ich beende diese Botschaft an dich. Sie ist mir ein bisschen lang geraten. Damit deiner Familie meine Glückwünsche auszusprechen, die den heutigen in Gott d'Ivoire mit einem tiefen Gefühl der Freude erleben wird. Mein Glückwunsch geht auch an die gesamte Piaristenprovinz Österreich und mein Dank an die Pfarre Maria Treu, in der du die Priesterweihe empfängst, die dich als Bruder, Sohn und Vater aufgenommen hat. Ich freue mich, dass deine Weihe während des synodalen Prozesses der Pfarre stattfindet und an den Toren des synodalen Prozesses der ganzen Kirche. Meinen Dank möchte ich auch Monsignor Franz Schaal, Weihbischof von Wien, für das Geschenk, das er unserem Orden mit deiner Weihe macht, aussprechen. Mein lieber Pater Paul, ich schicke dir eine feste Umarmung und erbitte deinen priesterlichen Segen. Pater Pedro Aguado, Pater General. Der Herr sei mit euch. Ich möchte mich für die Qualität meiner Sprache entschuldigen. Ich lerne noch Deutsch. Danke, dass Sie mir diese schöne Sprache beigebracht haben. Wie kann ich dem Herrn all das Gute vergelten, das er mir getan hat? Ich werde den Kelch des Heils erheben, indem ich den Namen des Herrn anrufe. Mit diesem Refrain auf Psalm 115 möchte ich Gott für sein großartiges Handeln in meinem Leben danken. Ich möchte Gott dafür danken, dass er mich erwählt hat, ein Werkzeug seiner Liebe unter meinen Brüdern und Schwestern zu sein. Ihm gebührt der Ruhm in alle Ewigkeit. Exzellenz Bischof Dr. Franz Schaal, ich möchte Ihnen an diesem denkwürdigen Tag meinen Dank aussprechen. Denn trotz Ihres vollen Terminkalenders haben Sie sich bereit erklärt, nach Maria Treu zu kommen und mir das Sakrament der Weihe zu spenden. Ich danke Ihnen für Ihren klugen Rat und wünsche Ihnen, dass der Herr Ihnen bei Ihrer Aufgabe als Bischof weiterhin beisteht. Mein Dank
geht an alle meine Mitpriester hier. Liebe ältere Priester, ich danke Ihnen für Ihre Zuneigung und Kollegialität. Ich möchte seine Exzellenz Dieudonné Kéré, Botschafter von Burkina Faso in Österreich und den Mitarbeitern der Botschaft meinen Dank für ihre Wohlwollen und Freundschaft aussprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Gegenwart, die mich tröstet. Möge der Herr alle Ihre Aktivitäten segnen und Sie bei Ihrer Mission unterstützen. Ich möchte dem Orden der Schulen, die ich in diesen Jahren besucht habe, meine tiefste Dankbarkeit aussprechen. Danke an unseren Generaloberen, Pater Pedro Aguado. Dank der Provinz von Westafrika, in der ich meine ersten Schritte im Piaristischen Ordensleben gemacht habe. Danke an den Delegierten des Generalvaters der österreichischen Provinz, Pater Jean de Dieutain. Ich danke meinem Ausbildern und Mitbrüdern, die mich in den Momenten der Prüfung und der Freude unterstützt haben. Ich möchte meine leibliche Familie Liebe, Worte, Dankbarkeit aussprechen. Ich danke meinem verstorbenen Vater Denis Nikiema und meiner zärtlichen und großzügigen Mutter Theresia. Allen, die sich die Zeit genommen haben, diese Zeremonie so angenehm und schön zu gestalten, kann ich nicht genug danken. Ich denke dabei insbesondere an die Herren Johannes Steiner und Andreas Unterberger, die Tag und Nacht gearbeitet haben. Vielen Dank. Verzeihen Sie mir, dass ich keine Namen mehr nenne, auf die Gefahr, ihn jemanden zu vergessen. Aber Sie sollen wissen, dass jeder von Ihnen auf besondere Weise zum Gelingen meiner Priesterweihe beigetragen hat. Seien Sie versichert, dass ich für Sie und all Ihre Familien bete. Ich danke allen, die mich an diesem denkwürdigen Tag unterstützt haben, in ihren Reihen und mit ihren Qualitäten. Ich wünsche Ihnen Glück und Frieden. Herzlichen Dank an die christlichen Männer und Frauen von Maria Treue. Hier seid meine Familie, deshalb brauche ich Ihren klugen Rat, um meine Mission mit Ihnen und unter Ihnen besser erfüllen zu können. Von nun an kann ich wie der heilige Augustinus sagen, für euch bin ich ein Priester, aber mit euch bin ich ein treuer Christ. Möge der Name des Herrn für immer verherrlicht werden. Lassen Sie mich meinen Dank mit einem Lied auf Französisch beenden. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur
pour toutes ses bienfaits. Dans l'épreuve, il me soutient, il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Dans l'épreuve, il me soutient, il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Vielen Dank, gracias, grazie. Internet verbunden. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, vergelt's Gott. Ja, wen soll ich da jetzt nennen, an die vorbereitet habe? Und die Überraschung, da muss ich schon sagen. Es ist für mich eine Premiere, einen Priester zu weihen. Das ist heute Premiere gewesen, hier als ein besonderes Ereignis, das mir in Erinnerung bleiben wird. Danke für die Überraschung, die der Orden mir bereitet hat. Ja, das muss ich einmal sagen an dieser Stelle. Und natürlich danke in Moiré, glaube ich, ist das. In Moiré. Ibarg Wusko, Wendner Bizi Banga. Also das heißt, herzlichen Dank, vergelt's Gott, an die Geschwister zu Hause. Ein Gruß vom Herrn Kardinal, sicher auch, an alle, die hier versammelt sind. Ja, blühen und gedeihen in der Spur des Herrn Jesus. Danke allen. Ja, der Ministerriege, Brüder und Schwestern, besonders Franziska und Konstantin, dem Techniker, dem Kantor, ja, allen rundherum, Jean de Dieu, den Brüdern, die das die schöne Atmosphäre ermöglicht. Und natürlich, liebe Herr Zermi und dir, wir arbeiten schon lange zusammen, dass ich mich so auf dich verlassen kann. Auch. Ja. So, und jetzt wollen wir den Herrn um seinen Segen für heute bitten. Lieber Paul, heute ist hier ein Zwischenapplaus. Das Spiel hat begonnen, fortgesetzt mit der Priesterweihe. Jetzt kommen die vielen anderen Dinge. Also wir sind mitten im Spiel. Gemeinsam bitten wir um den Segen des Herrn, auch des Heiligen Carla Sanz natürlich und aller, die da so engagiert sind und beherzt. Danke auch, Pater Pius. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der allmächtige Gott, der die Kirche gegründet hat und durch die Zeiten führt, beschütze euch alle Zeit mit seiner Gnade, damit ihr die priesterlichen Aufgaben treu erfüllt. Amen. Er sende euch in diese Welt als Boten und Zeugen seiner Wahrheit und Liebe und als treue Diener der Versöhnung. Amen. Er mache euch zu wahren Hirten, die den Gläubigen sein Wort verkünden und sie speisen mit dem Brote des Lebens, damit sie wachsen in der Einheit des Leibes Christi. Amen. Und euch alle, die ihr zu dieser Feier versammelt seid, segne der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dann. Okay, nachbildet sich.